Die Geschäfte der Turkish Airlines laufen nicht gut. Viele Flugzeuge sind deswegen in den Hangars. Dennoch hat der türkische Konzern einen 7-Milliarden-Deal mit dem Flugzeugbauer Boeing geschlossen. Demnach bekommt Turkish Airlines 30 neue Flugzeuge aus den USA, darunter auch den Dreamliner. Das US-Außenministerium teilte über Twitter mit, dass es froh über den Deal ist.